Konsolenbleichen 2.0. Ich habe wieder ein richtig geiles SNES-Paket bekommen. Warum wir das bleichen müssen, zeige ich euch in diesem Video. Also Freunde, wie schon gerade gesagt, habe ich wieder ein sehr, sehr schönes Paket bekommen. Und zwar handelt es sich genauer gesagt um den Super Nintendo mit 5 Spielen, 2 Controllern, 2 Anleitungen dazu und einen Spieleberater. Ich kann euch hier an der Stelle ganz kurz mal den Chatverlauf einblenden. Da seht ihr dann unglaublich auch, wie viel ich bezahlt habe. Ich würde sagen, wir wechseln in die Detailcam. Dann zeige ich euch das Ganze mal ein bisschen näher und anschließend werden wir das Ding auseinanderbauen und an den Stellen bleichen, wo es nötig ist. So Freunde, ihr seht jetzt also nun, was ich hier bekommen habe, schönet. Und zwar handelt es sich dabei um eine Super Nintendo Konsole, die heute auch unser Hauptaugenmerk sein wird, denn die muss auf jeden Fall geblichen werden. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Foto gut erkennen kann. Die Oberseite sieht noch sehr, sehr, sehr schön aus, da kann man nicht meckern. Allerdings ist die Unterseite stark vergilbt. Warum nur die Unterseite betroffen ist, kann ich an der Stelle überhaupt nicht sagen. Erklärt, macht für mich absolut keinen Sinn. Ja, wie gesagt, wir werden das gleich auseinandernehmen und nur die Unterseite davon mal eine Runde bleichen. Ja, es ist auch leider wieder keine One-Chip-Konsole. Ich glaube, das sieht man hier oben. Da haben wir 3 Lötpunkte. Das heißt, wir sind an der Stelle wieder raus. Dann war mit dabei 2 Controller. Der hier ist schon ein bisschen benutzter. Also klar, der sieht noch gut aus. Der ist nicht vergilbt. Hat ein bisschen Dreck und so. Das ist klar. Sieht noch sehr gut aus, aber er ist halt benutzt. Das sieht man schon. Und dann haben wir hier noch einen zweiten Controller mit dabei, der noch im sehr weit besseren Zustand ist. Da merkt man noch richtig über diese raue Oberfläche, die normalerweise ja durch die Benutzung ja mehr oder weniger über die Jahre glatt wird. Die ist an den Stellen hier noch überall schön rau. Man hat hier so gut wie gar keine Abnutzung, so gut wie gar keinen Dreck in irgendwelchen Ritzen drin. Also wie gesagt, der ist wirklich im absoluten Neuzustand, würde ich noch sagen. Dann war mit dabei ein ganz normales Antennenkabel, weil man das SNES ja sowohl über Antenne als auch über einen AV-Ausgang ansteuern kann. Das originale AV-Kabel war natürlich auch mit dabei. Originales Netzteil, zu erkennen am blauen Stecker. Dann noch 2 bzw. 3 schöne Sachen, die auf den Bildern gar nicht zu sehen waren. Einmal die Anleitung von The Magical Quest Starring Mickey Mouse und einmal die Anleitung von Looney Tunes Roadrunner. Dann war ebenfalls mit dabei Super Nintendo Spieleberater Nummer 2, der war auf den Bildern gar nicht zu sehen. Das war also quasi eine kleine Überraschung, als ich das dann bekommen habe. Ich glaube, das ist auch die seltenere Variante von den beiden Spieleberatern. Es gibt ja 2 Stück für Super Nintendo, soweit ich weiß. Wie gesagt, der hier ist, glaube ich, ein bisschen seltener. Ja, er ist jetzt nicht mehr im allerbesten Zustand. Also der Zustand an sich, würde ich schon sagen, der ist schon nicht verkehrt und auch ganz gut. Aber ja, man hat halt hier so ein dickes Eselsohr und hier oben so ein bisschen kleine Falten und so. Und generell ist er halt, wenn man so von vorne drauf guckt, nicht mehr so richtig gerade. Ich denke mal, wenn man den bügelt, dann kriegt man den aber wieder hin. Dann gab es halt auch noch ein paar schöne Spiele dazu. Da gab es zum einen erstmal das Spiel Flashback. Ich denke mal, das sollten einige von euch kennen, das ist jetzt nichts Besonderes. Das, was Schöne daran ist, die Spiele sind echt alle im super Zustand. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Die Cover sind noch richtig schön am Glänzen. Das heißt, die wurden immer sehr gut behandelt. Normalerweise ist es ja so, dass du meinetwegen auf dem Flohmarkt oder so Spiele findest, sind die Cover halt absolut nicht mehr glänzend, sondern schon eher richtig stumpf. Ist hier absolut nicht der Fall. Super Mario World war ebenfalls mit dabei. Auch hier ist das Cover noch im einwandfreien Zustand. Sieht man richtig, wie schön es glänzt. Das Einzige, was hier ein bisschen doof ist, dass die Rückseite so ein bisschen leicht vergilbt ist. Ich denke, den Unterschied zwischen der Vorder- und der Rückseite, das erkennt man hier ganz gut. Die Rückseite selbst, ja, die fängt auch schon langsam an. Ich dachte eigentlich, das ist eher Dreck oder so, dass man das abwischen könnte, aber nee. Ist leider eine Vergilbung, da muss man mal gucken, ob wir das auch irgendwie bleichen können. Ich denke, bei Spielen sollte das genauso funktionieren. Dann haben wir mit dabei Looney Tunes Roadrunner. Das ist auch im sehr, sehr schönen Zustand, hat gar keine Vergilbung. Auch hier ist das Cover wieder einmal frei. Habt ihr auch gesehen, ist ja die Anleitung mit dabei. Dann haben wir die Schlümpfe, ebenfalls im tadellosen Zustand. Wirklich sehr, sehr schöne Spiele. Also findet man echt selten in dem Zustand, ne? muss man schon sagen. Wie ist der hier hoch, wie das schön glänzt. Und das 5. Spiel, was noch dabei war, The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Habt ihr auch gesehen, da ist auch die Anleitung mit dabei. Auch das hier war hier im sehr, sehr schönen Zustand. Kannst echt gar nichts sagen. Ich würde sagen, für den Preis war das auf jeden Fall ein richtig schönes Schnäppchen. Kann man absolut nicht meckern, denke ich. Wie gesagt, das mit der Konsole hier unten, das stört mich schon so ein bisschen. Dieses Gelbe hier, das kann man so nicht lassen, denke ich. Das, ja, würde ich mir ungern so hinstellen. Ich will die Konsole jetzt halt als Zweitkonsole nehmen zum Zocken, damit ich die Konsole, die bei mir in der OVP ist, nicht immer ausgepackt werden muss. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich mal umbauen, dann bauen wir diese Teile auseinander und dann zeige ich euch Bleichen 2.0 mit diesem Unterteil. So Leute, bevor wir hier anfangen mit dem Schrauben, würde ich erstmal sagen, zeige euch erstmal ganz kurz, was wir da heute vorhaben. Als erstes werden wir natürlich den Super Nintendo auseinanderschrauben. Das funktioniert leider nicht ganz so einfach wie mit einem ganz normalen Kreuzschraubenzieher. Da brauchst du auf jeden Fall Spezialwerkzeug, und zwar diesen sogenannten Gamebit. Da habe ich dir unten in der Videobeschreibung mal verlinkt, so ein ganzes Set. Da hast du wirklich sämtliche Schraubenzieher, die du so für aktuelle und Retro-Konsolen brauchst. Das empfehle ich auf jeden Fall öfter, dieses Set. Das haben auch schon viele aus der Community gekauft und sind damit sehr zufrieden. Wie gesagt, wenn du das brauchst, guck mal in die Videobeschreibung, da findest du das. Einige wissen es sicherlich noch, im Video Nummer 1, wo ich Sachen geblichen habe, da haben wir uns das Zeug dafür noch selbst angemischt. Wer das noch nicht gesehen hat, kann hier oben gerne mal ins Video gucken. Da brauchst du nur Wasserstoffperoxid und Guarkanmehl und dann kannst du dir da so eine Mischung zusammen machen. Ich habe es diesmal auf eine andere Variante probiert, habe mir da mal eine Empfehlung von Freunden bzw. Kollegen aus dem Discord geben lassen.
Und zwar versuchen wir es diesmal mit dieser Blondierungscreme. Das ist eine einfache, fertige Creme, die aus 12% Wasserstoffperoxid besteht. Die kriegst du ganz normal bei Amazon zu kaufen. Kann ich dir auch mal unten in die Videobeschreibung verlinken. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, was die gekostet hat. Ich glaube, irgendwie im Bereich zwischen 10 und 20 Euro. So teuer war die auf jeden Fall nicht. Ist ein ganzer Liter und ich glaube, damit kommt man auch eine ganze Weile hin. Wie gesagt, wir werden das Super Nintendo jetzt gleich auseinanderbauen. Werden die Rückseite dann schön mit dieser Creme einschmieren. Werden dann versuchen, dass wir das irgendwie mit der Folie einwickeln. Mit der Folie müssen wir mal gucken. Ich habe in letzter Zeit immer ein bisschen relativ schlechte Ergebnisse gehabt, wenn man die Folie direkt auf das Teil drauf hat. Denn wenn so eine Folie Falten macht, hast du nachher irgendwie das Problem, dass du nachher diese Falten quasi nach dem Bleichen siehst. Du hast dann halt an manchen Stellen so hellere Flecken bzw. dunklere Flecken, wo die Folie dran war. Deswegen mal versuchen, ob wir das heute irgendwie anders machen können, dass wir das irgendwie abdecken, aber die Folie nicht direkt das Gerät berührt. Ich habe hier noch ganz normale Frischhaltefolie, die wir dann nachher irgendwie benutzen werden. Müssen wir mal gucken, wie wir das am blödesten machen. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, sind Handschuhe, Schutzhandschuhe, weil dieses Zeug wirklich ein bisschen ätzend sein kann auf der Haut. Also ich habe jetzt damit nicht so die Probleme. Ich sag mal, wenn man eine gesunde Hornhaut hat, ist, denke ich mal, nicht so das Problem. Allerdings gibt es sicherlich auch Leute von euch, die da ein bisschen empfindlicher sind mit der Haut. Deswegen benutzt auf jeden Fall so eine Handschuhe, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Einpinseln werden wir das Ganze mit so einem Silikonpinsel, ganz normaler Lebensmittel-Silikonpinsel. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir schrauben das SNES jetzt erstmal auseinander. So, als erstes nimmst du dir dein Gamebit, und zwar den großen davon. Du hast in diesem Set zwei Stück drin, einmal einen kleinen für Module und einmal einen großen für Konsolen. Schraubst jetzt diese 6 Schrauben hier raus. Und wenn du das hast, lässt du die Schrauben hier einfach mal ganz gemütlich rausplumpsen. Wie gesagt, müssten 6 Stück sein. Wenn du die Schrauben raus hast, kannst du den Deckel jetzt eigentlich ganz easy abnehmen. Musst du mal gucken, da ist irgendwie nichts im Weg oder so, das geht ganz leicht runter jetzt hier. Können wir jetzt auch beiseite legen, dann brauchen wir jetzt nicht weiter, denn wir müssen jetzt alles, was sich hier noch im Unterteil drin befindet, auseinanderbauen bzw. ausbauen. Weiter geht's jetzt mit diesem Frontpanel-Anschluss hier. Der ist jetzt hier nur noch reingelegt, der wurde vorhin mit den Schrauben, die wir von außen rausgeschraubt haben, gehalten. Da brauchst du jetzt eigentlich nur noch hier diese Flachbandkabel vorsichtig rausziehen, dann ist das auch schon erledigt. Dann schauen wir jetzt, dass wir diese Kassettenmechanik, dieser Knopf, den du immer drückst, damit du die Kassette wieder rauskriegst, dass wir diese Mechanik jetzt hier mal entfernen. Da musst du hier an der Seite diesen Bügel rausziehen, den so ein bisschen schräg nach oben machen. Versuch das mal zu zeigen. Und ziehst du den da hinten raus. Achte auf die Feder, die brauchst du nachher noch. Dann hast du das auch schon erledigt. Dann brauchst du jetzt nur einen ganz normalen Kreuzschraubenzieher. Drehst hier oben erstmal diese beiden Schrauben raus. Du könntest die Stecker jetzt hier auch rausziehen, wenn du möchtest. Kannst du aber auch dran lassen, das macht also absolut keinen Unterschied. Dann schauen wir jetzt hier vorne noch weitere 4 Schrauben raus. Die müssen alle mit raus. Wie ihr sagt, das ist am Gehäuse leider alles unten verbunden. Deswegen diese 4 Schrauben mit raus. Und dann haben wir hier links und rechts vom Modulschacht noch 2 Schrauben, die müssen mit raus. Versucht die Schrauben mal so ein bisschen separat zu legen, damit ihr nachher noch wisst, welche wohin ihr hört. Ich meine, ihr tippt Schrauben, die könnt ihr immer wieder benutzen, aber ich sag mal jetzt zum Beispiel die links und rechts vom Modulschacht, die sind ein bisschen länger und ein bisschen anders. Schaut einfach, dass ihr die ein bisschen separat legt, damit nachher an dieselben Stellen dieselben Schrauben wieder reinkommen. So, dann kommen jetzt hier hinten nochmal 3 Schrauben ran, die raus müssen. Auch hier bitte darauf achten, dass die Schrauben unterschiedlich lang sind. Ganz links die Schraube ist eine ganz normale Messingschraube, kurz. Und hier drüben haben wir wieder diese Edelstahl- oder Alu-Schrauben, die sind ein bisschen länger. So, wenn ihr jetzt alle Schrauben raus habt, braucht ihr hinten nur mal kurz an das Kühlelement beherzt anpacken, die ganze Platine rausnehmen. Hier hinten am besten vielleicht noch den Deckel runternehmen. Dann nimmt ihr hier noch diese beiden Klammern raus, diese Schraubklammern. Und dann ist es quasi fertig zum Bleichen. So, kleiner Tipp von mir auf jeden Fall, den ihr beherzigen solltet. Bevor ihr hier jetzt irgendwie was anfangt einzucremen oder einzuschmieren, solltet ihr das ganze Ding auf jeden Fall nochmal eben mal richtig schön sauber machen unter lauwarmem Wasser am besten. Denn an den Stellen, wo nachher Dreck ist, kommt natürlich dieses Zeug nicht ran und dann kann er dementsprechend an der Stelle auch nicht geblichen werden. Ne? Das sollte klar sein. Ansonsten mache ich das jetzt halt in dieser Situation so, dass ich mir ein Backblech nehme, was ungefähr so hoch ist wie dieses Teil. Also das ist jetzt fast gleich hoch. Dann werden wir das gleich schön überall diese Creme auftragen. Ich denke, bei den Aufklebern brauchen wir keine Rücksicht nehmen, da sollte im Prinzip nichts passieren. Dann, wenn wir das gemacht haben, werden wir hier die Folie drüber spannen, gucken, dass überall schön abschließt mit der Folie, dass auch die Feuchtigkeit nicht raus kann und werden das dann vernünftig in der Sonne stellen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das ohne Sonne zu machen, das habe ich auch schon mal probiert. Da kann ich euch hier mal ganz kurz 2 Szenen einblenden. Ich habe hier mal so eine Transportbox oder so eine Aufbewahrungsbox von Ikea genommen, habe die innen drin mit Alufolie ausgelegt, habe mir dann mein Teil da reingepackt, ebenfalls so in Folie gelegt und dann so eine UV-Lampe drüber. Es funktioniert, aber es dauert wesentlich länger. Also ich glaube, du brauchst hier eine Behandlungszeit von mehreren Stunden und ich würde sagen, also unter 10 Stunden kommst du nicht ohne ein Ergebnis zu sehen. Des Weiteren kommt noch dazu, dass diese Glühbirne 75 Watt verbraucht. Das ist halt auch so eine Sache, ob man das unbedingt haben muss oder nicht. Klar, für den Winter wäre es sicherlich eine Alternative, aber so für mich jetzt
für den Sommer auf gar keinen Fall. Und dann habe ich halt alternativ noch probiert, das mit einem Gesichtsbräuner zu machen. Damit geht es auch ein bisschen schneller, allerdings brauchst du da auch mehrere Stunden. Ist dann im Prinzip genauso ein Energiefresser wie auch die Variante mit der UV-Leuchte. Aber wie gesagt, das hat bei mir nicht so wunderbar geklappt. Das ist auch ein riesen Stromverbrauch und alles. Deswegen, wir benutzen die Sonne damit jetzt am besten und am schnellsten. Wie gesagt, Schutzhandschuhe nicht vergessen, ne? Habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Sicher ist sicher. So, denn dieses Zeug, wie gesagt, eben mal kurz schütteln. Das ist am Anfang relativ noch flüssig. Deswegen eben mal kurz durchschütteln, damit wir da die perfekte Konsistenz haben. Und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Einmal schön auftragen hier. Ja, da braucht man auch nicht so sparsam sein. Wie gesagt, da ist ein Liter drin, der reicht dick in der ganze Weile. Immer schön aufgetragen und dann schön einmal mit dem Pinsel ordentlich verteilen. Auch diese komischen Gummis, die hier dran sind, brauchen wir keine Rücksicht nehmen. Ich sag mal so, die kriegen wir zwar ab, aber ran kriegen wir sie hinterher nicht mehr. Deswegen lasse ich die einfach so. Die Gummis stören mich auch nicht, wenn die nachher vielleicht, keine Ahnung, irgendwie porös werden oder so. Ich weiß nicht, also ich denke mal sowieso nicht, dass da irgendwas mit passiert. Ja, für den einen oder anderen mag das vielleicht auch ein bisschen sehr merkwürdig aussehen von der Konsistenz und von der Farbe her. Und auch wenn ich ihn auf diesen mache, sollte das vielleicht einigen bekannt vorkommen. Schön alle Stellen, die gelb sind, einschmieren. Gerade hier vorne dieses Gitterding, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu bleichen sein, weil halt das Gelbe auch innen drin schon so ein bisschen ist. Müssen wir mal gucken, wie das Ergebnis an der Stelle wird. An den Seiten natürlich überall, dürft ihr nicht vergessen. Auch da, wo ihr das nachher vielleicht nicht unbedingt so sieht oder seht, das kann nachher natürlich einen hässlichen Übergang geben. Deswegen überall schön dieses Zeug hier drauf. So, ich würde sagen, das reicht für das Erste. Wie gesagt, wir können ja mal gucken, ob wir das jetzt mit eben gut Durchgang schon gut hinkriegen. Wenn nicht, machen wir noch einen zweiten Durchgang. Das ist ja nicht das Problem. Wir haben ja noch von dem Zeug. Und dann jetzt, wie erwähnt, die Folie hier drüber. Wie gesagt, versucht die ein bisschen straff zu halten, dass es nicht ganz so doll auf dem Bauteil aufliegt. Und wenn es aufliegt, dass es nicht so eine großen Falten macht. Weil, wie gesagt, das kann nachher unschöne Flecken geben. Das muss ja nicht sein, das wollen wir alle nicht. Und guckt bitte, dass das über die Kante hier vom Backblech drüber geht. Oder je nachdem, was ihr benutzt, damit es nachher auch schön luftdicht oder einigermaßen luftdicht zumindest abgeschlossen ist. Oh, ich hasse Rechtshänderscheren, wenn man Linkshänder ist. Es ist zum Kotzen, ey, ich sag's euch. So, wie gesagt, die Ränder schön zumachen. Aufpassen, dass hier nicht so viel Luft rauskommt oder raus kann, damit es uns nicht abtrocknet nachher so doll. So, dann würde ich sagen, geht das eigentlich, oder? Faltenmäßig geht das. Das sieht jetzt hier zwar ziemlich faltig aus, aber das ist natürlich nur die Suppe, die da unter dem Ding drunter ist. So, ich bringe das jetzt raus in die Sonne. Wie gesagt, ich stelle bei mir auf dem Balkon in der Sonne, da sollte das relativ schnell gehen. Und dann werde ich die GoPro dazu packen und mal gucken, ob ich da vielleicht eine Zeitraffer für uns erstellen kann, dass wir in Zeitraffer sehen, was die Sonne an dieser Stelle tut. Zwischendurch muss das natürlich immer wieder gedreht werden, ne? Die Sonne kommt nur von einer Richtung, das ist klar. Das heißt, wir müssen das, weiß ich, alle halbe Stunde mal oder so mal drehen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. So Leute, erste Zwischenfazit. Ich würde sagen, das war jetzt ungefähr anderthalb Stunden in der Sonne. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also guckt euch mal die Innenseite davon an. Die habe ich natürlich nicht mit gebleicht. Das ist ein Aufwand, den ich mir sparen werde auf jeden Fall. Wenn ihr das gerne machen möchtet, könnt ihr das natürlich machen. Für mich ist das nicht wichtig. Aber Halleluja, ist das ein Unterschied oder wie? Ich kann jetzt mal das Konsolenoberteil dazu holen. Das können wir jetzt mal kurz daneben packen, beziehungsweise mal draufpacken. Ja, also da sieht man es eindeutig viel, viel besser als vorher. Ich werde jetzt gleich noch einen zweiten Durchgang machen, weil man sieht ja so ein bisschen Unterschied, sieht man immer noch. Ja, das war ja auch wirklich sehr, sehr stark vergilbt, deswegen braucht man hier wahrscheinlich einen zweiten Durchgang. Den mache ich jetzt und dann sehen wir uns wieder, wenn der auch durch ist. So Leute, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich die Rückseite von dem Super Mario Modul auch mal mit einschmiere. Ja, ich meine, was soll großartig passieren? Schlimmer aussehen als jetzt kann es ja schon fast gar nicht. Ja, und was mit dem Aufkleber passiert, werden wir sehen. Ich sehe das als kleines Experiment. Wie gesagt, ich habe das vorher mit dem Modul noch nie gemacht. Mit der Vorderseite sowieso nicht. Wenn, dann sowieso erstmal nur die Rückseite, weil ich nicht weiß, was mit dem Aufkleber passiert. Das werden wir jetzt hier gleich feststellen. Beziehungsweise, wenn es aus der Sonne kommt, werden wir ja sehen, was die Sonne damit gemacht hat. Wir brauchen hier auch nicht viel. Man sieht ja, das ist ja nur so ein kleines Teil. Das ist ja ratzfatz eingeschmiert. Das war ja schon im Prinzip. Da haue ich jetzt, wie gesagt, auch noch eine Folie drüber und dann packe ich das auch mit raus in der Sonne. Bin echt gespannt, was mit dem Aufkleber passiert. Das ist wirklich ein Experiment, was mich auch interessiert, ne? Weil es gibt ja viele Module, wo die Rückseiten einfach hässlich sind.
So, raus damit. So, Freunde, was sagt ihr? Ich würde sagen, sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Das Gelbe ist da komplett raus, würde ich sagen. Auch so an den Rändern, das sieht alles wieder sehr gut aus. Der Aufkleber selbst, der hat jetzt natürlich, ich sag mal so, der hat durch die Bleiche, würde ich sagen, hat er nicht gelitten, sondern ist jetzt durch die Feuchtigkeit an den kleinen Stellen so ein bisschen aufgequollen und hat auch so ein paar Punkte abbekommen. Ich denke, wenn das Ganze wieder trocken ist, dass er dann auch wieder besser aussieht. So, hier jetzt auch nochmal zusammengebaut gezeigt. Man sieht jetzt hier oben, klar, das Hinterteil ist jetzt ein bisschen heller geworden, würde ich sagen. Zumindest habe ich so den Eindruck, aber es ist halt nicht mehr gelb, ne? Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Ich denke, man kann damit leben. Wie gesagt, der Aufkleber, müsst ihr selber wissen, was ihr dazu sagt, ob euch der so wichtig ist oder ob das euch vielleicht nicht so stört, dass ihr jetzt so kleine Bläschen oder so Punkte hat. Ja, ich würde sagen, Erfolg. Ich würde sagen, ich hole jetzt das andere Teil aus der Sonne und dann bauen wir den SNES wieder zusammen. So, Freunde, also hier ist jetzt auch der zweite Durchgang durch. Ich würde sagen, wir haben hier auf jeden Fall nochmal eine Steigerung, haben wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was rausgeholt aus der ganzen Sache. Wir können auch nochmal das Oberteil hier drauf packen. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Verbesserung zu vorher. Gerade auf der Seite sieht man es sogar noch ein bisschen besser. Ich würde sagen, die Seite hätte vielleicht noch einen kleinen Moment in der Sonne bleiben können. Kann auch sein, dass es ein bisschen täuscht. Aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall begeistert von dieser Methode. Werde das SNES jetzt mal zusammenbauen und dann sehen wir uns gleich nochmal zu einem Fazit wieder. So, Freunde, das war unser kleines, aber feines und sehr erfolgreiches Video. Wie ihr sagt, mit den Bleichen, da müsst ihr gucken. Immer. Das ist immer so ein bisschen abhängig. Je nach Verschmutzungsgrad bzw. nach Vergilbungsgrad muss es halt ein bisschen länger drin bleiben. Manchmal auch ein bisschen kürzer. Manchmal müsst ihr sehen, wie es gerade reicht. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, dazu die Mittagssonne zu nutzen. Denn die ist bekanntlich am stärksten. Jetzt so auf den Nachmittag geht jetzt sicherlich auch noch, aber ich denke, da wird es ein bisschen länger dauern, weil ich glaube, nicht nur das UV-Licht, sondern auch die Wärme ein bisschen eine Rolle spielt. Das Modul sieht wieder richtig schick hier aus. Klar, das ist jetzt hier hinten ein bisschen heller, aber ich glaube, besser als vergilbt. Ja, und auch die Konsole, also ist absolut kein Vergleich zu vorher. Ihr habt ja selber gesehen, wie gelb das hier unten war, das Unterteil, richtig schlimm. Also ich würde sagen, das war auch ein voller Erfolg. Wie schon erwähnt, habe ich euch das Werkzeugset und dieses Bleichmittel in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn ihr das auch braucht und nachmachen wollt, klickt einfach unten drauf, dann kommt ihr direkt zu den Produkten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auch gerne mal ein Abo da, wenn ihr genauso auf Retro steht wie ich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.